Nein, noch mal das Wohnzimmer saugen hier. Das muss ja sauber sein, nicht, dass hier noch irgendwo eine Zecke in der Ecke rumliegt. Siehst du, ganz ohne Strom. Frühstück und endlich habe ich mal einen richtig schönen, vernünftigen Tisch. Ist das nicht schön? Ach, jetzt gibt es mal einen anständigen Kaffee, ne? Und leider war hier meine Tomaten-Olivenpaste vergammelt. Da ist ein richtig schöner Blumenkohl drauf. Hm. Stattdessen gibt es jetzt mal Brötchen mit einem Klacks Olivenöl. Das sieht aus wie Honig und schmeckt auch sogar, also mir jedenfalls. Die Brötchen von gestern, die gehen noch. Zwar ein bisschen wabbelig, aber passt schon. Ja, die Nacht war gut. Heute Nacht hat es irgendwann mal ein bisschen geregnet. Aber das Zelt ist trocken. Und ey, was ist das denn? Krass aber. Tut dir doch nichts. Ist das der Hammer? Ich hoffe, dass es halbwegs scharf. Wahnsinn. Mein Kaffee, der wird just reichen, also morgen. Übermorgen gibt es einen etwas dünneren, aber dann bin ich ja auch schon da. Mein Gas geht auch zur Neige, aber ich habe ja noch eine Ersatzkartusche dabei. Also das sollte wohl noch passen. Außerdem habe ich ja noch den Trangia. So, die erste Tasse ist gleich voll, da muss ich mal eben umbauen. So, weil meine Energievorräte hier langsam zu Ende gehen, habe ich jetzt mal die Solarzellen rausgeholt. Und die muss ich jetzt gleich mal hinten auf dem Gepäckträger hier irgendwie auf den Taschen befestigen. Ich denke mal, ich werde das irgendwie mit Kabelbindern fixieren. Und jo, lädt, ne? Das ist mal top. Gucken, vielleicht kriege ich den auf 2 LEDs hoch im Laufe des Tages. Ich muss das natürlich so fixieren, dass ich da auch an die Taschen rankomme, dass ich nicht jedes Mal einen neuen Kabelbinder verwenden muss. Seitenschneider kommt dann vorne rein. So, jetzt ist es 10, jetzt muss ich auch sehen, dass ich loskomme. Das sieht doch gut aus. So kann ich vom Hof fahren. Da schlackert nichts und gar nichts hier. Wenn ich an die Taschen ran muss, kann ich das also hier einfach rausziehen, wenn ich nachher einkaufen war. Hier noch einen zum Verlängern in die Taschen, das voller werden. Das geht schon so. So, der Garmin ist jetzt hier am Laden, 91%. Der Campingplatz ganz okay. Für, waren das gestern 8,50 glaube ich bezahlt. Völlig in Ordnung. Natürlich nur dumm gelaufen mit dem Duschen, dass ich nicht mehr duschen konnte. Aber auch nicht weiter schlimm. 1 € gespart. So, sieht das so aus.
pushen und PC. Anmeldung. Linke Hand und gleich hoch hier. Direkt vor der Tür eine Brauerei. Aber für eine Brauereibesichtigung habe ich jetzt leider keine Zeit. So, kleines Malheur eben. Bin gerade losgefahren und habe also festgestellt, dass die Powerbank vorne in der Lenkertasche gar nicht lädt. Ja, was war wieder? Ich Blödmann habe den nicht fixiert. Das heißt, ich muss den Schlüssel gleich nach links drehen, damit die Kontakte hier da unten drauf sind. Und dann sollte sie laden. Passiert mir auch nicht nochmal. Eine Spanfamilie. Oh, oh ja, ich hau ja schon ab. Oh, das Papa eben aber böse geworden. Tu ihm noch nichts. Da hinten hinter der Brücke auf der linken Seite, da war mein Campingplatz. Was für eine Kulisse hier. Im Prinzip könnte ich die Kamera da und laufen lassen. Aber muss mal sehen, dass ich jetzt hier auch vorankomme. Kann sich hier gar nicht dran satt sehen hier. Die Burg Prunn. Den Fluss queren, aber jetzt ist 12 Uhr durch und ich könnte jetzt auch langsam mal was essen und da vorne habe ich ein Netto entdeckt, da werde ich jetzt mal hinfahren. Was ist das? Von einer Autofabrik sehe ich hier weit und breit mal gar nichts. Riesiger Parkplatz, tausende von Autos. Jetzt geht es Richtung Teuringen. BLG, ja. So, mein Radweg geht da gleich rechts weiter. Eben wieder schöne Rampe gehabt. Und jetzt muss ich hier hoch. Das sieht doch schon ruhiger aus. Das ist gleich eine Bank. Schade, das wäre ein schönes Plätzchen gewesen, aber hier darf ich mich natürlich nicht hin lassen. Von da vorne eine Straße ist aber ein schöner Schattenplatz gewesen. Gut, weiterfahren.
Also von einer Bank und einem schattigen Plätzchen hier weit und breit nichts zu sehen. Muss aber langsam mal Pause machen. Ich habe wahnsinnigen Hunger. Ach so, eins noch, was mir eben Sorgen bereitet hat, ist die Powerbank unten. Und zwar, ich weiß nicht, ob man das sehen kann, die eine LED unten, die blinkt jetzt. Eben waren alle vier am Blinken, das ist ungewöhnlich. Denn normalerweise blinkt immer nur eine. Und je nach Ladestatus die anderen konstant. Scheint jetzt zu gehen. Ich vermute mal, oben im Deckel war es zu warm. Ich habe die jetzt unten reingelegt. Das muss ich weiter beobachten. Ich glaube, so oder so ähnlich fühlt es sich auch im Death Valley an. Die Sonne knallt wie Sau, ey. Mal sehen, was nach der Kuppe kommt. Fata Morgana, ich weiß es nicht. Großes Meer. Viel Wasser. 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 Wenn die Kamera vorne in die Lenkertasche packen wollte, ist mir der Schlüssel runtergefallen. Gut, dass ich das noch gemerkt habe. Oh Mann, ey. Bleibt aber auch nichts erspart. Ich will eine Bank, verdammt. Die SD-Karte ist übrigens auch demnächst voll. Wir sind noch jetzt 43 Minuten, die ich noch filmen kann. Und oh Wunder, ich glaube, da kommt eine Bank, ey. Mit Baum und allem, was dazugehört. Yes, Bank. Hin will. Das sollte fürs erste rein. Zwei mit Käse und eins noch mit Mozzarella und Tomaten. Die müssen wir jetzt reinziehen. Die Solarzellen habe ich in die Sonne gelegt, hier ins Gras. Und kann man es erkennen. Blinkt, ne? Jo, alles gut. Circa 40 Kilometer vor Landshut fängt es dann hier mal an mit dem Hopfenanbau. Kurzer Krankenstandsbericht. Zu meiner Achillessehne rechts. Die Tabletten scheinen zu wirken, das wird langsam besser. Das tut jetzt nicht mehr ganz so weh. Das ist auszuhalten. Also ich habe noch eine Ibuprofen, die werde ich heute Abend nehmen. Und dann hat er gesagt, habe ich noch so ein anderes Präparat, das muss ich irgendwo mal suchen. Das habe ich in meiner Arzneikiste. So, und das Neueste ist, meine Unterlippe hat seit, oder ja, ist an ihrem zweiten Tag fing das an, dass ich da Bläschen bekommen habe. Ich denke mal, durch die Sonneneinstrahlung kommt das dann durch den Wind, durch den Gegenwind. Das wurde immer schlimmer. Ich konnte also kaum noch was trinken aus der Flasche oder was essen. Hat dermaßen gespannt. Und die habe ich dann heute Morgen mal vorsichtig aufgemacht. Das geht jetzt. Spannt nicht mehr so. Es hat zwar ordentlich geblutet, aber jetzt kann man es aushalten. Das heißt, ich fahre jetzt neuerdings nur nach Slow. Sieht zwar dämlich aus, wenn man entgegenkommt, aber ist mir auch egal. Und das kann man ganz gut aushalten. So, genug genügt, die nächste Steigung. Das ist echt was für Erwachsene. Sollte es nach der Kurve noch mehr als 100 Meter weitergehen, muss ich absteigen. Ich fahre zwar vielleicht nur 5 km/h oder so. Also ob ich schiebe oder fahre, ist eigentlich egal, aber fahren geht eindeutig leichter als schieben. Finde ich jedenfalls. Aber ich glaube, da oben ist die Kuppe. So, von oben. So schnell gebe ich nicht auf. Ja, da geht's weiter.
bei diesem Stand gab es gerade eine schöne Schale Erdbeeren und eine Schale von Blaubeeren. Und Erdbeeren. Mit der Dame habe ich mich super unterhalten. Spargel gibt es auch. Damit geht es jetzt weiter. Vielen Dank. Ich bin also eben durch Rottenburg gefahren und dann bin ich an diesem Spargelstand vorbeigefahren und habe dann im letzten Moment noch die Erdbeeren da links im Regal gesehen. Und dann habe ich mir gedacht, da hältst du jetzt mal an. Das wäre jetzt genau das Richtige, denn ich habe vorhin noch einen Apfel gegessen, einen habe ich noch in der Tasche. Und das war's dann auch langsam mit meinen Obstvorräten. Und dann bin ich mit der Dame ins Gespräch gekommen. Das war richtig klasse. Solche Kontakte liebe ich. Einfach mit den Leuten ins Gespräch kommen. Und nicht, dass da nur jemand sitzt, der abkassiert und einen einfach nur stehen lässt. Sondern die hat sich auch interessiert für mich, was ich mache, wo ich hinfahre und so. Super Kontakt. Vielen Dank. Das war richtig toll. Ach so, und ich hatte die Erdbeeren kaum verdrückt, übrigens auch nur eine halbe Schale. Ich war so freundlich, mir eine halbe Schale abzufüllen. Waren dann noch rechts im Regal die Blaubeeren, die habe ich auch noch verdrückt. Das war eine ganze Schale. Ich habe jetzt noch ein Brötchen in der Tasche. Also das reicht, glaube ich, heute Abend. Ich habe noch irgend so ein Bulgur, Kui, irgendwas, keine Ahnung, wie der Zeug hat. In 5 Minuten fertig, Wasser raufgießen. Vielleicht mache ich mir das noch, also mehr brauche ich heute auf jeden Fall nicht. Ich habe sie dann natürlich auch gefragt, ob ich was filmen darf. Da war sie mit einverstanden. Ich wusste auch gleich, was YouTube ist und so und überhaupt. Ja, wenn sie mir das gestattet, dann mache ich das natürlich, ansonsten nicht. Und vielen Dank für den netten Kontakt. Mich sehr gefreut. Das Gute an diesen Straßenverkaufsständen, finde ich, ist, dass man zum einen sein Fahrrad nicht abschließen muss und zum anderen, dass man natürlich mit den Leuten ins Gespräch kommt. Als ich vorhin in Kelheim einkaufen war, da habe ich also auch nur meine Lenkertasche mit reingenommen in den Laden. Rechts war eine Bäckerei. Das habe ich in Hannover übrigens auch so gemacht. Die Taschen vorne und hinten lasse ich so am Rad. Da wird schon nichts passieren. Da geht, glaube ich, keiner bei. Da bin ich ganz mutig. Habe ich Staffel eigentlich erzählt, wo ich heute hinfahre? Nee, ne? Nach Landshut hatte ich, glaube ich, erwähnt, ja. Das habe ich gesagt. Also, sei hier mit nachgetragen. Für mich geht es heute auf den Campingplatz Landshut Mitterwöhr. Wenn ich das richtig gesehen habe, liegt der an der Isar. Am Wasser unten. Mal schauen, wie der so geht. Wir haben es jetzt 10 vor 6 und denke mal noch so 6-7 Kilometer. Dann soll ich wohl da sein. Mehr dann gleich vom Campingplatz. Und jetzt direkt auf Landshut zu. Rechts die Stadt. Ich glaube, ich lasse den Stadtkern mehr oder weniger rechts liegen, was ich eben richtig gesehen habe, und komme also direkt auf den Campingplatz zu. Ist nicht mehr weit. Das hier ist die kleine Isar. Ich wusste gar nicht, dass es eine kleine Isar gibt. Und das ist ja auch eine große Isar irgendwo geben. Muss auf jeden Fall 400 Meter links und dann müsste ich da sein. Da wären wir. 80,7 Kilometer, etwas mehr als geplant. Gut, einmal bin ich aber falsch gefahren. Hauptsache, ich bin jetzt erstmal da. So, Anmeldung. So, ich denke, hier bleibe ich. Wenn mir nachher noch nach Buddeln ist, kann ich noch da reingehen. Und ansonsten werde ich das Zelt hier so platzieren. Das ist hier schon ruhig. Die sind nicht da. Gegenüber sind ein paar. Oh, das ist eine ganz ruhige Nummer hier. 10 Euro kostet der Spaß.
Und das waren jetzt auch nicht doch 81, doch mehr als gedacht. Drüber speichern. Ja. So, duschen. Nee, erst Zelt aufbauen, dann duschen. Und dann will ich mal gucken, wie zerlaufen mein Käsebrötchen ist in der Tasche hinten links. Ob ich das auch noch essen kann. Großen Hunger habe ich gar nicht. Nach den ganzen Erdbeeren und den Blaubeeren. So, bis später. Also ich habe jetzt gerade nochmal von den Brötchen abgebissen. Das ist also richtig lecker, da ist nichts verlaufen, gar nichts. Das muss wohl ein ganz besonderer Käse gewesen sein. Schmeckt auf jeden Fall hervorragend. Eben war noch eine schöne Szene. Ich habe mein Zelt also aufgebaut. Und dann kam von gegenüber. Sitzen also circa Dutzend Leute vor dem Wohnmobil und genießen den schönen lauen Abend hier. Und hat gefragt, ob sie mir was zu trinken bringen könnte. Ich sage, oh ja, das wäre ja gar nicht schlecht. Haben sie denn? Bier, Radler, ja, ne. Kam sie tatsächlich mit einer Flasche Bier an. Die habe ich eben schön ausgetrunken. Da habe ich mich total darüber gefreut. Also vielen lieben Dank nochmal. Ich werde dann immer hingehen, die leere Flasche hinbringen. Ich esse jetzt mein Brötchen zu Ende. Und wenn ich dann noch Hunger habe, dann mache ich hier noch mein Optimus. Schmeiße ich mein Optimus noch an. Und dann gibt es noch diesen Bulgur-Reis oder. Hatte ich vorhin gesagt, wie das Zeug halt war. Ich habe vergessen, ist auch egal. Und ansonsten. Machen wir einen schönen Abend. Und hier das Allerschönste. Habe ich auch wieder einen Tisch. Und zwar ist hinter mir, ich sitze hier auf einer Sandkiste. Und sowas habe ich noch nicht gesehen. Das muss ich dann nochmal eben hier im Detail filmen. Das ist wie eine H7-Passung. Echt. Pass auf. Das muss ich filmen. Das passt wirklich. Also wenn es von Optimus gemacht wäre, dieser Eimer hier. Kaum auszuhalten. So, also wie gesagt, ich verdrücke jetzt noch das Brötchen. Mein Gas hier drin ist noch, nur ein bisschen ist noch, könnte knapp werden, aber ich habe ja wie heute Morgen schon gesagt noch eine Ersatzkartusche dabei. Irgendwo da unten verbuddelt ist sie. So, das ist jetzt die letzte Filmszene, die 490. Die ich mit dieser SD-Karte noch filme. Danach werde ich gleich die Ersatz-SD-Karte einlegen. Das Brötchen habe ich verdrückt, das langt mir heute zu essen, mehr brauche ich nicht. Was mich gleich noch interessiert ist, wie viel Energie die Solarzellen gebracht haben, beziehungsweise wie voll die Powerbank ist. Ich hatte heute Morgen eine LED an und ja, war ja den ganzen Tag dran, bestes Wetter, Sonnenschein. Da bin ich mal gespannt, inwieweit ich meine Gerätschaften soweit noch geladen bekomme. Ich habe in der Lenketasche vorne noch, ich glaube, zwei Ersatzakkus für die GoPro. Wenn die Not ganz groß ist, werde ich morgen den Garmin direkt über den Nabendynamo laden. Und sofern es morgen schön ist, beziehungsweise die Sonne scheint, werde ich die Powerbank dann wieder über die Solarzellen laden. So. That's it. Also jetzt SD-Karte wechseln, anklemmen. Und wenn es dann noch halbwegs hell ist, werde ich euch das noch berichten. Ansonsten, morgen ist ja auch noch ein Tag.